Also als nächstes wird dieser Flansch hier eingebaut. Da müssen wir das, sag ich mal, diesen Ausschnitt hier noch sägen. Durch unsere Bodenplatte, durch das Blech und durch den Vinylboden. Und wir machen das so. Wir haben vorher gemessen, wo wir diesen Flansch hinsetzen möchten. Und da haben wir uns dann zwei Markierungen gemacht, also beziehungsweise hier den Abstand gemessen, wo der Flansch sitzen soll später mal, wo die eine Ecke sitzt. Und da werden wir den Flansch auch fest befestigen. Wir machen natürlich vorher eine Probebohrung, dass wir wissen, dass unten drunter nichts ist. Also wir haben uns unten drunter angeguckt, dass hier in diesem Bereich nur Blech ist. Hier kommt dann ein Querträger, den haben wir uns markiert. Hier ist diese Schraube, wo unsere Bodenplatte befestigt ist. Hier ist die Schraube, da wissen wir, dass hier dieser Querträger kommt und alles hier hinten dran ist Blech. Also wir können theoretisch den Flansch überall hier hinsetzen. Wir werden natürlich aber erstmal von unten bzw. von oben eine Probebohrung machen, dass wir wissen, okay, hier können wir auf jeden Fall den Flansch hinsetzen. Genau, das werden wir jetzt als erstes machen und dann wird dieser Flansch, der Umriss wird dann sozusagen hier angezeichnet, dann wird er mit der Stichsäge ausgesägt, dann wird das Blech unten grundiert und lackiert, dann wird der Flansch eingesetzt, festgeschraubt und darauf wird dann die Standheizung montiert mit den Anschlüssen und eventuell machen wir es so, dass wir den Flansch an die Standheizung anbringen, die ganze Standheizung komplett festmachen und dann die ganzen Kabel durchdrücken, dass wir nicht mehr unterm Fahrzeug die ganzen einzelnen Anschlüsse hier nochmal verfestigen müssen, also nochmal festziehen müssen und sowas. Das machen wir dann alles hier oben, ganz gemütlich, schieben dann den Flansch mit den ganzen Leitungen und sowas durch und unten wird dann sozusagen nur noch das Abgasrohr, Frischluft und sowas festgemacht und dann war es das schon. Da haben wir eine Standheizung und die müssen wir dann noch prüfen. Da holen wir uns dann vielleicht von vorne von der Starterbatterie noch ein bisschen Strom und testen mal, ob diese Standheizung auch funktioniert. Also wir haben jetzt hier unsere Probebohrung und haben uns jetzt den Flansch draufgesetzt, so wie wir ihn haben möchten, dass wir halt wirklich mit der Standheizung drauf 5 cm mindestens hier haben und mindestens 10 cm nach vorne und nach hinten. Und jetzt ist es so, dass wir jetzt uns einfach hier ausmessen, wohin wir müssen. Also wir müssen jetzt gucken, dass wir nach dahin mindestens 5 cm haben und nach hier vorne mindestens 4,5 cm und nach hinten. Und so messen wir halt uns alles durch, ob wir von allen Seiten genug Platz haben. Und dann können wir die Stichsäge ansetzen und das alles wirklich aussägen. Und das Loch passt super. Also es ist das Loch, also die Ecken, die werden noch richtig ausgeschnitten. Hier ist das Blech, also es hängt hier runter. Und es hat wirklich wunderbar gepasst. Also das ist genau, es ist wirklich optimal, also besser geht's nicht. Das sitzt wirklich super. Und jetzt mach ich mal die Ecken raus und dann schauen wir mal, ob wir genau diese Standheizung auch reinkriegen. Also wir haben jetzt den Van, haben wir auch so Auffahrböcke hochgefahren. Es war ein bisschen eklig, aber es funktioniert. So, jetzt ist es so, dass wir natürlich uns sehr, sehr einfach machen. Wir nehmen uns jetzt die ganzen Sachen, die wir benötigen. Also einen Abgasschlauch, den Frischluftschlauch und die Leitung. Und werden das alles jetzt ganz gemütlich hier im Sitzen verschrauben. Dann werden wir alles durchführen durchs Loch. Und unten werden wir dann alles unterm Fahrzeug installieren. So. Das ist unsere Frischluftzufuhr. Uppala. Bei uns an dem Kabel ist es so, das wird hier an die Seite reingeschoben. Das ist auch von Velvasto so vorgesehen. Und dann machen wir uns jetzt den Spaß hier genauso dran. Ah, natürlich, der Manuel de Genie hat es nicht mehr als erstes erstmal falsch gemacht. So, nochmal ab. Wir müssen natürlich erstmal unseren Flansch befestigen an dem ganzen Spaß hier, für den wir den Ausschnitt gemacht haben. So, die Dichtung. Die Dichtung habe ich schon drauf gemacht. Die bleibt auch genau da. Das Kabel kommt hier durch, hier wieder raus. So, so, so. Weil das ist das Kabel, was zur Truppe geht.
das bleibt genau so. Jetzt kommen die Schrauben raus, da drauf. Und die haben hier so eine kleine, so einen kleinen Sicherungsring so in der Art, dass sie nicht sich lösen können. Und da schrauben wir jetzt erstmal alle ein bisschen fest und dann schrauben wir sie alle richtig fest. So. So, das wird jetzt erstmal hier festgeschraubt. Dass Standteil so schön an diesem Flansch dran festsitzt und alles dicht ist, dass hier kein Wasser reinkommt. Um den Flansch herum machen wir dann auch noch Dichtmasse. Eine gewisse Dichtmasse, die auch hitzebeständig ist, weil es ist alles Alu und Metall und die Standheizung wird warm, das Alu wird warm und wenn die dann nicht hitzebeständig ist, sondern nur bis 30, 40 Grad funktioniert, dann ist das alles nichts, weil da ist schon gut Hitze dran. So, das ziehen wir gut fest, weil wir wollen ja nicht, dass da Wasser eindringt. So, das ist alles richtig schön bockfest. Da passiert auch nichts mehr. So, wir haben uns jetzt hier den passenden Schlüssel geholt. So, das ist bombenfest, da passiert gar nichts mehr. Der sitzt super gut und ist super fest. Und das gleiche machen wir jetzt mit dem Aluschlauch, wobei beim Aluschlauch wird ja noch der Auspuff zwischenschalten. Wenn ich den jetzt finden würde, ah ja, genau, Elektro. Der wird der Auspuff noch zwischengeschalten, der wird dann einmal hier befestigt und einmal da drüben befestigt. Und das machen wir jetzt halt so, dass wir den Auspuff, also wir nehmen jetzt uns erstmal den Schlauch und müssen uns jetzt überlegen, das wollen wir auf die Seite machen. Und das auf die andere. So, jetzt schauen wir uns gerade mal an. Okay, hier kommt die warme Luft raus. Die warme Luft kommt hier raus. Wir wollen den Auspuff nach hinten legen. Also, wenn wir das eh außen haben. Und es soll alles auch gegen die Fahrtrichtung zeigen. Also sprich, wir müssten das so festmachen, weil es soll nicht in die Fahrtrichtung zeigen, weil ansonsten der ganze Dreck reingedrückt wird. Deswegen am besten gegen die Fahrtrichtung. So, und da werden wir uns jetzt diesen Schlauch dann hier ein wenig zurechtbiegen. Genau, und der Auspuff kommt dann am Ende da dran und ja. So, ich denke, ich setze die Standheizung jetzt erstmal so ein und dann können wir nämlich schauen, ob wir wirklich diesen Auspuff verlegen, wo wir ihn befestigen, weil hier können wir nicht viel machen. Der ist genauso, so lang wie er lang sein soll. Den können wir noch ein bisschen verlängern. Bisschen kürzen, wenn wir das zusammendrücken. Nur beim Auspuff ist es so, den müssen wir dann halt unten erstmal schauen, wo wir den überall festmachen. Und es ist so, dass beide, ich erkläre es später. Also wir haben jetzt alles unten befestigt, also die Dieselpumpe bzw. Benzinpumpe bei uns haben wir befestigt. Jetzt kommt dieser Anschluss vom Benzin, kommt natürlich jetzt auch noch gleich, genau das gleiche hier hin. So, und jetzt kommt die gestörteste Fummelarbeit der Welt. Jetzt muss man hier diese kleinen Schellen da unten festmachen. Und ich glaube, dafür benötige ich dann auch noch eine Ratsche, weil kommt da nicht hin. Ah, nicht gewusst.
So. Also wir haben jetzt unseren Benzinschlauch hier angeschlossen. Der Benzinschlauch wird dann nochmal gekürzt und wird dann an die Pumpe angeschlossen. Und jetzt wird das alles durchgesteckt. Ich habe das jetzt hier festgemacht. Das ist alles super fest. Das hier ist fest und dann kommt noch der Abgasschlauch dran. Den können wir theoretisch eigentlich auch schon festmachen. Aber den müssen wir noch kürzen dann. Das machen wir dann später unterm Auto. Das ist, glaube ich, einfacher, weil wir den noch kürzen müssen. Und jetzt wird es alles falsch rum reingeschoben. Bei uns geht es heute weiter mit der Standheizung. Wir sind geflüchtet, weil es draußen regnet, in eine Scheune und zeigen euch jetzt mal, was bis jetzt passiert ist. Also, hier sieht man unseren Einbauflansch, das ist dieser Metallrahmen, der hier rauskommt. Und hier haben wir die Standheizung befestigt mit diesen vier Schrauben, die hier rauskommen. Und dann waren genau einmal die Anschlussleitung für den Sprit, also für den Kraftstoff, dann einmal für die Frischluft und einmal fürs Abgas. Und das haben wir alles mit den Schellen gut festgezogen, dass das alles bombenfest ist. Also da kannst du ziehen, wie du willst. Das löst sich nicht. Und jetzt gehen wir mal weiter an dieser Spritleitung entlang und die führt zur Pumpe. Und nach der Pumpe geht es weiter bis nach hinten in unseren Tank. Also der Sprit läuft sozusagen, wird aus unserer Tanksonde, die wir ja schon da vorher gezeigt haben, wie wir die einbauen, wird rausgezogen von der Pumpe, läuft hier in diese Pumpe rein, wird hier von der Pumpe dosiert und in die Standheizung reingepumpt. Hier müsst ihr nur darauf achten, dass ihr verschiedene Angaben betrachtet. Zum einen, dass man dieser Förderweghöhe, also wie hoch man das machen kann, also wie hoch der Kraftstoff gedrückt werden kann, gepumpt werden kann und wie lange diese ganzen Leitungen sein dürfen. Bei uns ist es ja super kurz, weil es von da nur nach da geht. Also von daher war es bei uns gar kein Problem. So, hier haben wir einmal die Frischluftansaugung. Die müssen wir noch ein wenig drehen eigentlich. Genau so in diese Richtung und nochmal nachziehen. Das habe ich jetzt nur so gemacht, dass wir hierher kommen, weil draußen hat es geregnet. die Frischluftansaugung soll gegen die Fahrtrichtung zeigen und leicht nach unten, dass es die frische Luft von unten hochholen kann. Die Frischluftansaugung kommt hier dann in die Brennkammer. Dort entsteht dann die Verbrennung mit dem Sprit zusammen und setzt ein Abgas frei. Und dieses Abgas wird hier durch den Schlauch abgeführt. Das zeige ich euch jetzt auf der anderen Seite. So, hier kommt dann das Abgas raus und läuft hier diesen Schlauch entlang und geht Schlauch. Hier in diesen Auspuff und ich hole gerade kurz Licht, dann seht ihr es besser. Genau, geht hier in diesen Auspuff und dieser Auspuff ist einfach zur Schallisolierung da, also dass weniger Schall erzeugt wird, weil die warme Abluft ist extremst laut. Dann wird hier der Schall gedämmt, geht hier weiter über den Schlauch und wird hier nach unten hin ausgestrahlt. Es soll auch immer nach unten hin abgeführt werden. Also es soll nahezu 90 Grad sein. Bei uns sind es vielleicht 80, 85 Grad. Also es können plus minus 10 Grad sein. Und ja, wobei bei uns sind es 100 Grad dann. und genau, es dürfen 90 plus minus 10 Grad sein. Und bei uns sind es ungefähr 100. Und es passt auch. Wir haben hier überall, wo wir die Schellen festgemacht haben und auch den Flansch, haben wir hier überall grundiert. Also der Einbauflansch, der wird jetzt noch hier abgedichtet, dass hier keine Luft und kein Wasser durchkommen nach oben hin. Und das machen wir mit einem Mittel, was temperaturresistent ist und wetterfest. Und dann nehmen wir so Hochtemperatursilikon, der auch für Kaminöfen etc. gedacht ist und dichten das komplett einmal außenrum ab und dann passiert da gar nichts. Genau, und so funktioniert das Ganze. Hier ist noch das Kabel von der Standheizung, das habe ich hier noch oben festgemacht. Das ist auch bombenfest, da passiert nichts. Und das ist sozusagen die Stromzufuhr für die Pumpe. Und oben geht es dann weiter mit der Standheizung, die Installation. Und da ist wie gesagt nur Plug and Play. Also ihr steckt die Stecker ineinander rein und dann funktioniert am Ende alles.
Leider sind uns die Aufnahmen flöten gegangen, deshalb gibt es jetzt das Ganze hier im Hochformat vom Handy aus gefilmt. Wenn ihr es nicht richtig sehen könnt, da könnt ihr gerne auf unser Instagram gehen, laramakai_, und dort ist alles in den Highlights gespeichert. Der Service-Deckel, er ist ein bisschen eingesaut. Ein bisschen. Ja, den Stecker machen wir weg, aber davor machen wir die Batterie noch weg. Einfach aus Sicherheitsgründen. Ich glaube nicht, dass da jetzt halt irgendwie eine Fehlermeldung angezeigt wird bei einer Kontrollleuchte mit Parkbremse, Öl und Motor. Also auf jeden Fall, dann kommen die zwei Schläuche ab und dann schauen wir mal in den Tank rein und schauen uns mal an, wie das da so verbastelt ist und wie wir unsere Tanksonde dann, die kann man nämlich so biegen, wie wir die uns dann biegen, dass die halt irgendwo im Tank so tief wie möglich sitzt, aber auch nicht zu tief, weil wenn sie ganz unten am Boden ankommt, dann saugen wir uns den Tank ja mit der Standheizung und kommen am Ende nicht mehr weg vom Fleck. Deswegen lassen wir immer so ein Stück Platz noch zwischendrin, dass es uns den Tank nicht leer saugt, aber trotzdem so viel von dem Tank hat wie möglich. Also nicht, dass es beim halben Tank schon nicht mehr ohne Funktion ist, weil sie nicht mehr an den Kraftstoff kommt. Also wir haben jetzt halt hier die zwei Schläuche befestigt, haben diesen Deckel haben wir rausgenommen, haben geschaut, wo wir unsere Bohrung hinsetzen. Unsere Bohrung kommt dann genau zwischen die zwei anderen Anschlüsse. Wie normal standardmäßig, wenn man einen T4 hat, ist es eigentlich dieser, sag ich mal, diesen Deckel gibt es glaube ich auch mit dem mittleren Anschluss. Da ist sogar extra der Anschluss für die Standheizung, deswegen machen wir es auch genau dahin. Und das machen wir ganz hier mit unserem Fullfix. Und das hier ist das gute Stück. Das hier ist die Abrissschraube, die ich gezeigt hatte. Das ist ja unser Anschluss. Und der wird jetzt einfach sozusagen hier reingesteckt. Dann wird er genau so gebogen, dass er so tief wie möglich in den Tank kommt. Nur nicht zu tief, weil wir sonst den Tank leer saugen. Und das Wichtigste ist, das sage ich später aber auch nochmal, wenn wir den uns kürzen, dann kürzen wir den uns immer schräg. Weil wenn wir uns den gerade kürzen, dann kommen Luftbläschen und dann zieht die Standheizung Luftbläschen bzw. die Pumpe. Wir kürzen den schräg und dadurch ist es so, dass er keine Luftbläschen bildet. Ja. Junge, hab ich Schiss. Also wir haben jetzt den Fühlfix, das ist unsere eigentliche Sonde, die Sonde war dabei, das ist die Sonde, die wir benutzen werden. Und die haben wir jetzt so gebogen, dass sie in unseren Tank gut reinpasst. Und das hier ist unsere Tanksonde für den Tank. Und wir haben jetzt ausgemessen, dass die genauso lang, also unser Weg zum Tankboden ist genauso lang wie hier. Und unseren Fühlfix haben wir jetzt genauso angelegt, dass es genau auf der gleichen Höhe ist. Und jetzt machen wir es so, dass wir hier einfach 1,5 cm hochgehen, also ungefähr unseren Fühlfix hier enden lassen, 1,5 cm, dass er uns nicht den kompletten Tank leer saugt. Und ich meine, wer fährt auch nämlich bis zur Reserve? Es fährt eigentlich fast keiner. So, und jetzt ist es schon abgerissen. Ganz einfach. Und der ist bombenfest, da verschiebt sich gar nichts mehr. Und jetzt machen wir das nicht mehr drauf, ne? Doch, ich muss die richtige Lochabstand haben. Scheiße, ich vergesse welchen.